Hallo Leute und willkommen zurück zu The Evil Within. Es geht weiter im nächsten Kapitel. Und ich wollte nochmal sagen, dass es mir leid tut, dass ich nicht regelmäßig dazu komme, The Evil Within hochzuladen. Einfach, weil ich auch nicht regelmäßig dazu komme, es aufzunehmen. Aber ich habe regelmäßig eure Kommentare und alles gelesen. Ah, das war Speed. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Kapitel 4, der Patient. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Und was ich sagen wollte, ist, dass, ich einige Kisten weiter erforschen soll und andere Sachen noch genauer angucken, noch mehr speichern und diverse andere Tipps, die ich von euch bekomme. Ich habe keine Ahnung, ob ich die alle immer so umgesetzt bekomme. Wer weiß, dass ihr es gut mit mir meint, aber... Ja, manchmal spielt man halt auch einfach, wie man gerade denkt. Manchmal denkt man halt nicht an, ach ja, das sollte ich und das. Shh, keine Sorge. Hä? Wer sagt das? Keine Ahnung. Der Onkel Doktor ist hier. Oh oh, was passiert da? Ich weiß es nicht. Abziehen, nicht zerreißen. Alles freilegen. Ich gehe mal einfach hier oben lang, weil was soll schon passieren? Was ist hier? Streichhölzer. Soll ich eher mal schleichen? Was ist hier nur passiert? Der Onkel Doktor ist hier. Welcher Onkel Doktor? Was ist los hier? Was macht er da? Wer ist da? Da ist einer. Oh! Ein gruseliger Typ. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Der aber irgendwie nicht mehr ganz normal ist, oder? Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Okay. Muss ich weglaufen vor dem, oder was soll ich machen? So, dann lauf mal. Können wir weg? Können wir uns verstecken? Okay. Ich bin einfach mal weggelaufen. Was ist da? Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Keine Ahnung, ob ich jetzt weglaufen sollte. Keine Ahnung. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns, so viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Okay. Was hat er denn da am Laufen? Hier ist ein Spiegel! Hier ist ein Speicherspiegel. Okay, dann nutzen wir den gleich mal. Einfach mal weg hier.
Okay. Das war irgendwie creepy. Das war irgendwie nicht so wie sonst. Das ist irgendwie allgemein hier gerade nicht so wie sonst, oder? Warum ist alles so schwarz-weiß und... Was ist mit ihr los? Ich folge immer wieder, oder? Hä, was stimmt mit ihm nicht? Ich habe 0 Schlüssel. Habe ich aber noch was nicht drinne gehabt, genau. Das nehme ich mir nochmal mit hier. Kann ich eigentlich immer noch meine Waffe ändern? Weil dann mache ich das mal auf Pistole. Weiß gerade nicht mal, wie man nachlädt. Bin schon wieder so voll raus. Okay, schön, dass du nachgeladen hast. Wo ist sie jetzt nochmal lang gegangen? Bin ich jetzt schon wieder... Da ist sie lang gegangen. Okay. Oh, wenn es ein bisschen creepy hier gerade ist. Verfolgen wir sie mal. Das ist so komisch hier irgendwie. Sonst ist es doch auch farbig, oder? Was ist los mit dir, Uschi? Ich kann auch nicht speichern, weil sie nicht da ist, oder was? Hä? Ist sie da reingegangen? Oder was? Bist du hier? Schwester? Mhm. Nein, nicht Tyler. Nein. Nein, nicht Tyler. Nein. Ist hier irgendjemand in der Zelle auf einmal, der mit uns redet? Nein. Und wir sollen ihr nicht folgen, oder was? So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Aha. Okay, Schwester. Du guckst immer in den Spiegel und... Viele Anmeldungen, keine Entlassen? Mhm. Das verheißt irgendwie nichts Gutes, oder? Lass mich los, lass mich los! Was ist hier los? Warum ist hier gar nichts drinne? Was war das? Gut, 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 gut. Was passiert hier? Passen Sie auf sich auf. Jetzt ist alles wieder normal? Nee, mir ging es auch gerade nicht gut. Und jetzt kann ich wieder speichern und... The fuck, was ist hier los? Okay. Ich check's nicht. Ist jetzt hier gar nichts mehr? Kann ich da auch nicht mehr rein? Also irgendwie war das gerade komisch. Ich frage mich... Ob das eigentlich die Realität ist, die natürlich völlig verzerrt ist in seiner Wirklichkeit. Valerio vermisst Dr. Valerio Jimenez, Eigentümer des Hospizes im Elk River. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in die Stadt gesehen. Und das ist der, den wir gerade gefunden haben, ne? Theorie 1, die mir gerade durch den Kopf schießt, was ist, wenn er sie alle umgebracht hat und am Ende irgendwo hier gelandet ist? Theorie 2, er ist das Opfer. Aber es ist so Silent Hill-mäßig irgendwie, dass er in so eine andere Realität immer kommt oder so. Vermisster Patient gefunden. Vermisster Patient gefunden, Betreuer äußerst besorgt. Der seit vergangenem Dienstag vermisste Psychiatriepatient hatte sich in einem Fotostudio versteckt. Arzt Valerio Jimenez überzeugt, es war Gottes Wille. Okay. Ist das der, den wir vielleicht gerade gesehen haben und... Ist unser Protagonist schon öfters hier gewesen oder war das vielleicht, keine Ahnung, eine Erinnerung, wie gesagt? Das könnte ich mir auch vorstellen. Anscheinend findet man noch immer an dieser Pinnwand
jetzt Sachen, die im Zusammenhang mit dem sind, was aktuell ist, oder? Also so verstehe ich das. Noch ein neuer Tipp war, halt sich um Gesundheit zu kümmern. Das werde ich natürlich versuchen. Auch das mit dem Sprinten finde ich sehr anstrengend. Deswegen werde ich das Sprinten jetzt einfach mal auf Stufe 2 setzen. Habe noch 5100 von diesen anderen Dingern. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Das ist auf 2. Das ist auf Nahkampfschaden. Ich bleibe einfach mal bei Fitness. Weil ich doch finde, dass das... ja, dass es sehr beeinflusst wurde, so dass ich nie lange sprinten konnte, finde ich doch etwas blöd. Und ich mache einfach mal den Nahkampfschaden höher oder die Spritze. Oder die Lebensanzeige. Ach komm, Nahkampfschaden. Ich mach's einfach mal. Und habe sogar noch mehr. Das ist gut. Aber da kann ich nichts mehr machen. Dann gehe ich jetzt mal auf was anderes. Magazinkapazität, Genauigkeit. Die Genauigkeit, genau, die soll ich, glaube ich, auch verbessern, weil das doch etwas schwierig war für mich mit dem Zielen immer. Und das hilft mir tatsächlich. Wir könnten hier die Granaten besser machen. Mit der habe ich noch gar nicht geworfen irgendwie. Und die Streichhölzer auch erhöhen. Okay. Nachladegeschwindigkeit. Dann mache ich die mal höher. Ich denke, das kann nicht schaden. Und ich habe sogar noch mehr. Das ist toll. Bei der Reserve mache ich mal die... ich mache mal die Granaten höher. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht blöd, aber ich denke, alles kann helfen. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo die Granaten sind... Das muss ich mal schauen, wie ich die Granaten überhaupt benutze, damit ich mich damit irgendwie vertraut mache in so einer Situation, dass ich die auch verwenden kann. Ja, ich nehme das an. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig überspeichert hier. Jetzt gehen wir mal zurück. Und dafür muss ich länger halten. Aber was ist jetzt mit dem gruseligen Typen da draußen? Vor dem habe ich schon ein bisschen Schiss. Und ich werde jetzt mal hier kurz in die Optionen gehen. Steuerung, Schleichen, Kamera, Vibration, automatisches Zielen. Aber hier steht jetzt auch gerade nichts. Warte mal, doch. Tastenzuweisung vielleicht. Und dann sehe ich das vielleicht. Nee, mit dem Granaten sehe ich jetzt nicht. Mach mal die blöde Lampe aus. Die geht immer an. Ich habe ein bisschen Schiss hier, weil der uns verfolgt hat. Und der war ja auch nicht mehr ganz normal. Sind jetzt hier draußen auch wieder welche oder nicht? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Oh Gott! Ey, Herzinfarkt! Ey! Oh Leute! Ich erschrecke mich hier so derbe. Was soll das? Jetzt kommen hier auch noch irgendwelche Geister, die mich erschrecken, ey. Leute. Mein Herz! Reicht der Schock? Muss ich hier irgendwas machen? Da ist ein Schrank. Ich meine, wenigstens findet man hier schöne Sachen, aber es ist trotzdem echt fies. Ja komm, klopp alles kaputt. Nimm mal die Flasche mit, wer weiß, wozu wir die brauchen zum Ablenken wieder. Willst du das dann nicht mitnehmen oder hatte ich davon jetzt genug? Achso, ich habe davon noch genug. Okay. Ich kann mich hier so durchzwängen.
Okay, ich kann hier was nehmen. Notiz vom Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Gott, kann ich mich hier unter das Bett nicht verstecken? Warum nicht? Man kann sich doch da immer verstecken. Und hier kann man auch eine Buddel mitnehmen, oder? Hier kann ich rein. Okay, warum kann ich mich hier verstecken? Irgendwas passiert doch hier noch. Weiß nicht, warum das... Warum? Und wenn ich da in dieser Nische bin, kann mich da jemand verfolgen oder nicht? Wieso ist meine Flasche eigentlich weg? Hast du jetzt schon nachgeladen oder? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr. Okay, da bin ich hergekommen. Das ist gut. Dann gehe ich mal nach links. Das ist echt ein Problem für mich. Da hat sich was bewegt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Shit. Oh, und er kommt von links oder was? Er ist direkt hinter mir? Okay. Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Verfolgt mich der jetzt, oder? So, das ist der Doktor, der da kam. Okay. Ich bin total hier. Ich lauf nur noch. Ich check's nicht. Okay, der Doktor ist bei mir. Wieso können wir uns hier nicht verstecken? Er ist da runter. Und was mache ich? Ich muss da auch runter? Wieso? Ich bin gerade so feige und so angespannt. Gibt so Tage, da läuft das einfach, man traut sich und ist mutig. Und dann gibt es so Tage, wo man so denkt, nee, muss das jetzt sein? Ich will nicht. Oh. Sieht aus wie eine Waffe oder sowas wieder. Okay, Muni oder so. Mhm. Was ist das? Ah, cool. Für diese Harpunengeschichte. Mhm. Diese blöde Buddel, ey. Was soll ich damit? Die Frage ist halt auch... Ja, warum? Ich habe ja hier irgendwie nicht diese Granatengeschichte. Kann ich das hier irgendwie auswählen? Oder ist mit Granate diese Geschichte hier gemeint gewesen? Explosivbomben, Blendbolzen und Harpune. Hm. Toll, jetzt habe ich eine Harpune und einen Kontrollpunkt. Hm, okay. Es ist schön, dass ich einen Kontrollpunkt bekomme. Überall Flaschen. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige dich. Was mache ich denn jetzt? Etwas Schreckliches. Bleib ruhig. Nein, nein. Du musst keine Angst haben. Was mache ich denn jetzt?
Ja. Das ist schön. Was hätte ich machen können, weil der auf einmal da war? Ich hatte das Gefühl, der ist einfach so durchs Bild gehuscht und auf einmal war er vor mir. Ich dachte, das gehört vielleicht dazu, dass ich mich wehren kann gegen den, aber ist okay. Hast du vielleicht Bock, dann aus dem Weg zu gehen, damit ich dich nicht erschieße? Jetzt kommt er doch gleich. Dann soll er mal kommen. Ich will mal sehen, von wo der kommt und... Hallo? Hallo? Der blöde Doktor hier auch immer, ey. Jetzt kommt er doch gleich wieder. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Ach so. Doc, ich glaube, da kommt. Ach so, der kommt jetzt erst. Ja, ach so, da ist die Tür aufgegangen. Wo ist er jetzt? Hier ist was. Beruhige dich. Ist er unsichtbar oder was? Etwas Schreckliches. Bleib ruhig. Hä? Nein, nein. Krass. Einfach mal... Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Voll das... Ist man hier nirgends sicher? Unsichtbare Vieh. Ja, unwahrscheinlich. Oh mein Gott. Hm. Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Ja, schön. Kann nicht weg. Kann Möchte nicht das Vieh weg. Anzünden. Aus Sicherheitsgründen. Und das grüne Zeug mitnehmen. Weil, warum kämpfe ich jetzt hier gegen unsichtbare Scheiße? Einfach mal so gegengetreten hier. Gegen nichts. Ja, geht ruhig, Leute. Lasst mich allein. Ich mach das schon. Kein Problem. Will ich die Flasche mitnehmen? Ich nehme die Flasche mit. Kein Plan. Hm. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Ah! Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Okay, wir sollen nicht hinterhergehen, aber vielleicht sollen wir es doch tun. Ich werde an der Stelle leider einen Cut machen müssen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Leute, bis dann.